Das Thema dieser Konferenz ist die lernende Organisation. Und ich fand das von David eben ganz wunderbar, über die Creating Organization zu sprechen. Und der aufmerksame Leser des Programms wird sich natürlich gefragt haben, was kann eigentlich eine Architektin dazu beitragen? Das lernende Gebäude ist ja dann doch eher was für Connoisseure. Und damit will ich auch eigentlich keinen langweilen. Ich möchte euch einladen auf einen Perspektivwechsel und euch damit einen Impuls geben über die Art und Weise, wie man über Organisationen und die Arbeit in und mit Organisationen nachdenken kann. Ich hatte in meinen ersten Berufsjahren eine wunderbare Mentorin, die immer zu mir gesagt hat, Sandra, Lernen findet nun mal nicht in der Komfortzone statt. Und das war hart und das wollte ich nicht hören, aber irgendwie ist es ja doch wirklich auch wahr. Aus schlechten Ereignissen oder aus Fehlern lernt man ja doch irgendwie am meisten. So. Und wo die Komfortzone aufhört, da beginnt die Magie. Ja, dann beginnen Menschen sich irgendwie auf so einem unbekannten Terrain neu zu orientieren, sich zu bewegen, erst so ein bisschen unsicher und tapsig und dann probieren sie mal was Neues aus und schließlich beginnen sie auch über sich hinaus zu wachsen. Und dafür brauchen sie Begleitung und dafür brauchen sie vor allem auch einen Raum, der dieses unbekannte Terrain auch irgendwie schnell begreifbar macht und Orientierung schaffen kann. Und mit Raum meine ich dann in diesem Fall auch wirklich nicht nur metaphorisch, sondern ganz real Boden, Wand und Decke. Und weil wir glauben, dass Raum unser Verhalten prägt und das Verhalten einer Organisation ist schließlich auch kulturprägend für die Organisation. Und will ich eine Organisation verändern, die Kultur in einer Organisation verändern? Wir haben eben viel über Haltung diskutiert. Das ist auch eine große Frage für Architekten. Fand ich sehr, sehr spannend, die Diskussion. Wenn ich also das verändern will, dann muss ich immer auch den Raum mitdenken, damit auch Magie passieren kann. Für uns ist es also nicht nur ein Gebäude hinzustellen und Beton zu gießen und Möbel reinzustellen, um eine Arbeitswelt zu entwickeln, sondern Arbeitswelt ist immer ein Dreiklang für uns. Immer ein Dreiklang aus Verhalten, aus Raum und aber auch aus Technologie, aus Tools, aus dem, was sonst noch so gebraucht wird an Textur, um das Ganze auch zu verbinden. Und ich glaube auch, dass deswegen so viele New Work-Projekte ihr Potenzial nicht entfalten können. Auch darüber haben wir eben schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen, weil dieser Dreiklang nicht berücksichtigt wird. Ja, es ist ganz oft, dass das New Work ein HR-Thema ist und aber in den Räumen nichts verändert wird oder auch nicht die richtigen Tools zur Verfügung gestellt werden. Oder es ist ein Real Estate-Thema und die Immobilienleute bauen irgendwie eine wilde Google-Arbeitswelt, weil man das ja heute so hat und weil es überall so aussieht und weil man dann auch innovativ erscheint und dann kann man agil arbeiten. Aber wenn man der Organisation überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, sich darin auch zu bewegen, funktioniert es halt auch nicht. Und deswegen ist es für uns immer ganz wichtig, da so diesen Dreiklang auch zu orchestrieren und zu synchronisieren und da so ein Gesamtkunstwerk draus werden zu lassen. Und letztendlich möchte ich noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, bis ins Mittelalter, wo im Prinzip die Idee des Büros auch entstanden ist, ja, mit den Schreibstuben, wo die Mönche ihre Kutte, ihre Burra über das Papier, unter das Papier gelegt haben. Das Papier war ja damals noch was extrem Kostbares, um das zu schützen. Und ich finde diese Idee so schön, dass es im Büro darum geht, das Kostbare zu schützen und dem Kostbaren einen Raum zu geben, ja, und das Kostbare über sich hinauswachsen zu lassen. Und heute sind die Tools halt digital. Und was das mit uns macht, glaube ich, haben wir in den letzten Wochen alle gemerkt. Und hier nochmal ein paar plastische Beispiele. Links, so hat mein Vater Architektur studiert. Digital war da noch gar nichts. Und rechts war mein Designstudio. Kaum mehr Papier. Und der Entwurf fand eigentlich im Tool statt. Ja? Links die Buchhaltung bei Osram vor vielen Jahren, rechts halt ein typisches Großraumbüro heute. Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir auch über Raum und über Büro nachdenken. Und das ist uns, glaube ich, allen allzu vertraut. Ein Homeoffice, auch das zeigt uns, dass wir durch die Digitalisierung überall arbeiten können. Und David hat es eben auch schon gesagt, durch die Digitalisierung bekommen wir auch viel Freiraum, viele Routinen, viele Standardprozesse verschwinden im Computer und wir bekommen Möglichkeiten, diesen Raum mit anderen Dingen, mit kreativen Dingen, mit wertschaffenden Dingen auch zu füllen. So, ich kann aber auch
im Zug arbeiten, das passiert auch wieder immer mehr. Hier für mich der im Prinzip der innovativste Coworking Space, den wir vor 100 Jahren schon hatten, wo sich in Wien im Kaffeehaus die Intelligenz getroffen hat, sich ausgetauscht hat. Und denken wir mal drüber nach, was da alles entstanden ist und erfunden wurde. Und auch das gilt heute noch. Ja, wir merken, dass Raum was mit uns macht und dass es mehr Möglichkeiten gibt, als an einem Schreibtisch zu sitzen und dort zu arbeiten. Und ich mag gerne über Raumportfolien nachzudenken. Ja, welches Portfolio brauche ich eigentlich, um meine Dinge zu tun den ganzen Tag? So, und dann stellt sich natürlich auch gerade heute immer mehr die Frage, ist Arbeiten denn noch ein Ort zum Hingehen? Für meine Großeltern war es das, ja. Die gingen die einen im Ruhrgebiet auf die Malore und die anderen auf der Schwäbischen Alb ins Geschäft, ja. Da ging man wohin, dort fand Arbeit statt und dann ging man wieder heim. Und da war eine Trennung und das ist ja heute irgendwie nicht mehr so. Aber wenn es diesen Ort zum Hingehen nicht mehr ist, was ist es denn dann? Oder wie wird dieser Ort zum Hingehen denn dann sein? Und ich glaube einfach, wir haben alle gelernt, irgendwie besteht ja dann doch eine Sehnsucht, wieder zurück ins Büro zu kommen. Ja, wir haben ja alle gemerkt, da passiert irgendwas, was im Homeoffice nicht geht. Und was ist es dann? Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, das Büro wirklich auch mit einem Narrativ aufzuladen, damit die Menschen dorthin kommen, damit dort etwas entstehen kann, damit dort Mehrwert passiert, als das, was ich allein am Schreibtisch machen kann. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, das Büro wird auch nach Corona und während Corona und überhaupt, das Büro ist nicht tot. Das Büro bekommt eine andere Stärke und wird jetzt, glaube ich, seine Stärke, die es durch die Digitalisierung bekommen muss, nochmal ganz anders ausspielen und es braucht ein anderes Narrativ. Und Bjarke Ingels, einer der innovativsten zeitgenössischen Architekten momentan, der, finde ich, hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, hat gesagt, diese kleinen Geräte, von denen wir denken, wir sind ja alle so socially connected, sie verhindern im Prinzip, dass wir wirklich miteinander in Kontakt treten. Und er sagt, wir müssen wieder zurückkommen und das Treffen und das Zusammenarbeiten im physischen Raum auch stärken, weil nur dort wirklich die Magie passieren kann. So, aber was ist dann der Raum in New Work oder nach Digitalisierung oder nach Corona? Er wird weiter offen sein. Wir brauchen die Begegnung, weil sonst können wir auch zu Hause bleiben. Ja? Uns im Büro, in Einzelbüros zu verschanzen, das hilft uns nicht. Dann lieber zu Hause bleiben. Es kann anders aussehen, es darf gemütlicher aussehen. Ja? New Work hat viel mit Selbstbestimmung zu tun. Dann darf ich auch den Ort wählen, an dem ich mich gut fühle. Ja? Workshops können anders aussehen. Sie sind viel unmittelbarer. Sie sind direkter. Sie sind konfrontativer. Sie sind informeller, um Wert zu schaffen, um kreativ sein zu können. Hier IDEO, eine der größten Kreativagenturen der Welt, die haben wirklich ein Bällebad. Für IKEA haben wir auch ein Bällebad gemacht. Wer es glaubt, dass man es braucht, auch das kann ein Raum sein, der hilft. Ja. Wir brauchen Räume, die auch unser neues Arbeiten abbilden. Ja, ganz viele arbeiten in agilen Prozessen. Gerade die Softwareentwickler brauchen diese Orte, um diese neue Art der Softwareentwicklung, um agile Strukturen abbilden zu können, um ihr Stand-up-Meeting machen zu können. Wir haben mit BMW ihr Zentrum für autonomes Fahren entwickelt, wo ja nur Softwerker arbeiten. Und die hatten vorher die Möglichkeit, sozusagen vor den Lift Aufzügen sozusagen ihre Daily Stand-Ups abzuhalten. Das ist ja völlig kontraproduktiv, aber es gab keine Räume dafür. Ja? Wir brauchen Räume für das, was wir tun und das muss passend sein und das darf sich nicht irgendwo in der Ecke abspielen. Auch Meetingräume können anders aussehen. Auch hier wieder, ne? Der große Meetingraum oder der große Meetingtisch wird weggeräumt, um einfach eine direktere, unmittelbarere Kommunikation miteinander erleben zu können. Und natürlich auch diese informellen Treffpunkte. Wir Architekten nennen das die dritten Orte. Orte, die keine klare Bestimmung haben, aber die dann auch wieder Magie ermöglichen. Die ermöglichen, dass dort Dinge passieren können, die nicht eindeutig geplant oder programmiert sind. Ja, natürlich kann man hier einen Kaffee trinken und ein Getränk nehmen, aber es passieren auch noch ganz, ganz viele andere Dinge. Hier noch ein Beispiel.
wenn wir über Arbeiten nachdenken, dann denken wir auch an das Morgen und das Übermorgen nach. Und wir Architekten denken ja sowieso immer sehr, sehr langfristig, weil ja Gebäude auch sehr, sehr lange halten und wir sie auch sehr, sehr lange nutzen, wieder nutzen, umbauen etc. Wenn wir also heute über das Arbeiten von morgen nachdenken, müssen wir auch über die nachdenken, die heute noch in der Schule sind. Wenn Schule so aussieht wie hier in diesem Bild in einem Gymnasium und das ist nicht das Einzige, dann müssen wir uns fragen, wie können wir auf die Idee kommen, diese Kinder in irgendwelche räumlichen Strukturen zu packen. Sie werden dort nicht gut arbeiten können, weil die Art, wie sie miteinander gelernt haben, Probleme zu lösen, Werte zu schaffen, Ideen zu spinnen, passiert einfach anders. Ja? So, was ist dann aber Büro? Ja, das sah jetzt alles irgendwie so schick aus und nach Möbelhaus und Möbelkatalog. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, darüber nachzudenken, was brauchen denn die Nutzer, um gut arbeiten zu können. Und das war früher ganz einfach. Wir bekamen irgendwie einen Organisationschart und dann wurden Fensterachsen verteilt. Ja, dann bekamen wir irgendwie, der Oberste, der bekam 5 Fensterachsen, der saß am Eckbüro mit Blick ins Grüne und die Ebene darunter, die bekam dann 4 Fensterachsen und noch einen Beistelltisch und die Ebene darunter bekam vielleicht schon nur noch 2 Fensterachsen und nur noch einen Schreibtisch. Ja, das war ganz einfach, dann übertrug man das in den Plan. Heute ist es einfacher, viel schwieriger, aber interessanter, wie ich finde. Organisationen arbeiten nicht mehr so streng hierarchisch. Wir arbeiten sehr stark mit Projekten. Wir arbeiten immer wieder anders zusammengewürfelt in immer wieder neuen Konstellationen. Und dieses immer wieder anders, immer wieder neu, immer wieder verändernd, das braucht halt auch die Möglichkeit, dieses andere und diese Vielfalt muss auch abgebildet sein im Raum. Damit es aber nicht beliebig wird, strukturieren wir Tätigkeiten nach 4 Cs. Wir sagen, es braucht Möglichkeiten, konzentriert arbeiten zu können. Das wird es auch in der Digitalisierung weitergeben. Und wir merken ja auch diesen Effizienzgewinn, den wir durch Corona erleben. Der hat ganz viel damit zu tun, dass wir im Homeoffice viele von uns eine Art von konzentrierter Umgebung ermöglichen oder erleben. Wir brauchen die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Und das kann auch unterschiedliche Arten und Weisen haben. Genauso die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, zusammenzukommen. Wir nennen das Community. Ja, die Identität auch zu spüren. Zu spüren, hier gehöre ich hin. Hier ist sozusagen mein Team. Hier steht der Kuchen, wenn jemand Geburtstag hat. Hier schicke ich meine Urlaubskarte hin. So. Immer stärker denken wir aber auch darüber nach, was passiert eigentlich in der Präsenz, was passiert vor Ort miteinander direkt und unmittelbar und was passiert virtuell. Ja? Und gleichzeitig auch die Tools, was ist eigentlich digital und was ist analog. Und wir merken gerade in den letzten Wochen, die ersten Wochen von Corona, die waren sehr klar im virtuellen Raum und komplett digital. Aber wir merken auf einmal, vermischt sich das alles immer mehr. Ja, wir nutzen digitale und analoge Tools. Wir mischen Präsenzmeetings mit virtuellen Situationen. Und dafür gilt es auch, wieder weiterzudenken. Wie kann ich das Zusammenspiel von Bricks, Bytes und Behavior, ja, welchen Raum brauche ich, welche Tool-Unterstützung brauche ich und wie stütze ich und begleite ich die Menschen, dass sie das, diesen Dreiklang auch erleben können und für sich nutzen können. So, und weil wir alle sehr vielseitig sind, geht es vor allem auch darum zu verstehen, was braucht eigentlich der Einzelne? Und gute Büros und gute Arbeitswelten schaffen es, auf diese Vielseitigkeit auch eingehen zu können. Für den einen ist konzentriertes Arbeiten in einem Raum, ganz alleine. Ja? Für mich waren die Wochen im Homeoffice Horror, weil ich das nicht kann. Ich brauche Menschen um mich herum. Ja? Ich habe meine Doktorarbeit, mein ganzes Studium in der Bibliothek gesessen, weil ich das toll fand, diese konzentrierte Atmosphäre. Aber Menschen sind da und ich erlebe etwas. Ja? Mich in ein Einzelbüro zu stecken, ich würde nicht mehr gut arbeiten können. Ich wäre kein Teil einer Creating Organization, weil da nicht mehr so viel geht. Für andere ist aber dann die Möglichkeit, mit anderen in einem Raum zu sitzen, kein guter Ort, um konzentriert arbeiten zu können. Ja, und diese Vielseitigkeit, die Vielfalt auch abbilden zu können, das ist wichtig. Zweites Beispiel, Kreativität. Für die einen ist es das Bällebad, für die anderen ist es die weiße Wand, um kreativ sein zu können. Das Schöne ist, dass vielseitige Arbeitswelten diese Möglichkeiten auch bieten, dass jeder den Raum findet, in dem er dann auch gut sein kann.
Und während wir Architekten in der ersten Stunde sozusagen lernen, Form follows Function, es geht immer darum, was passiert eigentlich, was brauchen die Leute, dann gebe ich dem eine Form erst. Wenn ich das verstanden habe, möchte ich das erweitern im Sinne von Form follows Fiction. Ja? Wo soll das eigentlich hingehen? Was ist die Idee der Organisation? Wie soll sie sich weiterentwickeln? Davon ein Bild zu haben, dem dann eine Form zu geben und dem einen Raum zu ermöglichen. Das ist das Spannende in unserer Arbeit. Und dann glauben wir auch, ist eine Arbeitswelt nicht einfach nur ein Büro, und wo man hingeht, sondern dann wird es auch zu einem Erlebnis. Ja.